Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen FIFA 18 Video und ja, wir sind gerade live in einem Stream. Dennoch mache ich jetzt hier ein Video für euch und zwar habe ich 9 Packs aus SBCs zusammengeholt, würde ich jetzt mal sagen. Und zwar sind das alles SBCs gewesen, bei denen man zum Beispiel für 10k ein 25k Pack bekommt. Und die möchte ich euch jetzt kurz zeigen und dann werden wir die Packs öffnen. Ich habe insgesamt 8 Ligen SBCs gemacht und einmal die Foot Birthday SBC. Ich zeige euch das Ganze einfach mal. Und zwar bei Foot Birthday war das hier einfach das ganz normale tägliche da. Also Foot Birthday 10 SBC haben wir abgeschlossen. So, und dann gehen wir rein zu den Ligen SBCs, die sich da noch lohnen. Ich habe ja schon mal ein Video dazu gemacht, welche Ligen SBCs sich lohnen. Aber ich mache jetzt eben sozusagen einen zweiten Teil, wenn man das so nennen kann. Und ja, hier haben wir zum Beispiel eben diese Mannschaft EAG. Da bekommt man für 10k circa ein 25k Pack. Weiter geht es dann mit der Bundesliga. Hier waren einige SBCs, die sich lohnen. Zum Beispiel eben Leverkusen, da war auch für ca. 10k ein 25k Pack zu haben. Dann geht es bei Gladbach weiter, hier war ein 25k Pack auch für ca. 10k zu haben. Werder Bremen war da noch sehr, sehr effektiv, auch für ca. 10k ein 25k Pack. Und das war es auch schon mit der Bundesliga. In der Calcio A geht es dann weiter mit Milan zum Beispiel. AC Milan war ganz nice, oder AC Mailand. War ganz nice, da hat man auch ein 25k Pack für circa so 11.000, 12.000 Münzen bekommen. Und Napoli war sehr, sehr geil, 45k Pack für geschätzt 13k oder so. Also auch nicht wirklich teuer. AS Rom war schon ein bisschen teurer, so 15k für ein 35k Pack. Und Sampdoria dann nochmal so 10k für ein 25k Pack. Das sind die SBCs, die ihr unbedingt machen solltet, denn die lohnen sich einfach. Und wir werden die Packs jetzt öffnen und wie gesagt, es ist jetzt auch gerade live im Stream. Die Leute schreiben hier was rein und ja, dann würde ich sagen, beginnen wir mal mit dem Pack aus dem Foot Birthday SBC Dings da. Und wir schauen einfach mal rein und es ist kein Schlitz zu Beginn, schade. Das skippen wir natürlich, wir wollen das Ganze hier nicht unnötig in die Länge ziehen. Und ja, Jungs, ihr könnt mir natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr gezogen habt zu Foot Birthday. Habt ihr irgendwie viele Packs geöffnet oder eher nicht so? Schreibt einfach mal rein, hattet ihr Packluck, hattet ihr keins? Ihr könnt mir auch reinschreiben, welche Icons ihr gezogen habt. Und wir ziehen im ersten 25k Pack keine Leinwand. Es ist ein Deutscher, es ist ein ZM und das ist Schweinsteiger. Immerhin würde ich mal sagen, die Foot Birthday Karte soll ja unfassbar krank sein. Meinen zumindest sehr, sehr viele Leute. Und ja, hier haben wir noch Brown am Start, der kommt mal auf die Transferliste. Keine Ahnung, aber ich glaube nicht, dass der was wert ist. Nächstes Pack, 25k Pack. Und da kommen auch ein paar Abos rein. Dankeschön an euch an der Stelle. Und ja, wir machen direkt hier weiter. Danke Joshua, danke Gaming Bros und danke Niklas für eure Unterstützung hier im Stream. Und ja, dann geben wir das hier auch auf die Transferliste. Jetzt haben wir nur noch 6 Packs. Ja, 3 sind schon weg und das war ja mal ein absoluter Reinfall, wenn man das so sagen kann. Nose Pack beim nächsten 25k Pack. Alles klar, mehr verkacken kann man das eigentlich gar nicht. Nose Pack, let's go. Komm, bitte irgendwas Gutes. Ich habe da hinten auch noch den Packler. Gut, den werde ich, glaube ich, gleich einsetzen müssen. Okay, erste Leinwand ist da und es ist kein Inform oder so. Es ist eine normale Leinwand und das ist Radetzky. Okay, denkt mir schon so, hä, ein Finne? Wer soll denn das denn bitte sein? Ja, es ist Radetzky, der beste Finne im Spiel wahrscheinlich. Und dann haben wir noch Marcelo mit dabei. Ah, bis jetzt nicht wirklich das Gelbe vom Ei. Ich würde sagen, wir öffnen ein weiteres 25k Pack mit dem Packler. Gut, let's go. Komm. Der Packluck-Hut bringt, wie eben der Name schon sagt, Packluck nicht, alles klar. Pato FIFA-Fan, Dankeschön für dein Abo und ja, das ist jetzt leider nur ein Yama. Jungs, was soll ich sagen, das sind wirkliche Dreckspacks, wenn man das so sagen kann. Also das ist wirklich nicht zufriedenstellend. Wir haben jetzt auch nur noch 4 Packs, haben wir nur noch 4 Packs. Das ist ein halbes 50k-Set, das ist ziemlich nice. Deswegen öffnen wir noch das 25k-Pack davor. Bitte, Alter, einfach irgendeine geile Karte. Immerhin eine Leinwand, komm, komm, bitte, 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 komm, komm, oh mein Gott, natürlich nicht Stürmer, natürlich nicht Ibrahimovic, sondern nur Forsberg. Mit Forsberg bin ich nicht zufrieden. Alter, aber was wäre Ibra noch wert gewesen? Eh nicht mehr so viel wahrscheinlich. Man denkt immer so, Ibra ist eine geile Karte, Ibra ist sau viel wert, aber in FIFA 18 ist er gar nicht mehr so viel wert. Komm, der Packler gut, ich vertraue in dich, komm, jetzt aber, halbes 50k Pack. Let's go. Komm, bitte irgendwas Gutes. Zumindest eine Leinwand, bitte. Ja, okay. Leinwand ist da. Komm, Packlerhut bringt uns jetzt was Gutes. Komm. Komm, RM. Mann, Alter. Was soll ich mit dem? Befrei 84er. Ja, 84er kosten zwar ein bisschen was im Moment.
Aber wirklich zufriedenstellend ist das überhaupt nicht und sonst auch keine guten Spieler. Es hätte zumindest Robben sein können. Ich meine, okay, der kostet so 9k, das ist nicht wenig, aber wenn da jetzt Robben drinnen ist, dann bin ich auf jeden Fall mehr zufrieden. Und ja, ich würde sagen, wir machen jetzt zuerst das Größere auf, das 45k Pack und zum Schluss dann noch das 35er. Bitte irgendwas Geiles. Leinwand ist zumindest da, komm schon. Komm. Spanien, ZM, es lädt nicht lange und somit ist es nur Saul. Mann, es ist nicht mal Isco oder so. Das ist echt bitter. Oder Iniesta oder sonst wer. Vardy und Smalling haben wir noch im Pack, aber das ist alles andere als gut. Eieiei, Jungs. Da bin ich echt unzufrieden gerade. Und dann kommen wir jetzt auch schon zum letzten Pack. Und ich grüße jetzt hier einfach irgendjemanden aus dem Stream. Und zwar den Adrian Junico. Ja, Grüße gehen raus. Dieses Pack geht auf dich. Nose Pack, let's go. Komm, 35k Pack. Irgendwas nochmal. Irgendwas. Leinwand ist schon mal da. Komm, das könnte jetzt noch ein geiler Abschluss werden. Inform, komm. Komm, Spanien. Stürmer. Ich habe keine Ahnung, wer im Team of the Week ist. Und es ist Sol mit einem 76er Rating. Oh mein Gott, Alter. Schlechter geht es nicht. Komm, dahinter jetzt ein Messi. Ja? 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 Genau, Giroud ist dahinter. Ey, das hat kurz richtig sick ausgesehen mit Chelsea. Ich dachte kurz Kanté oder... Ja, oder Hazard oder so. Ja, Giroud kostet ein bisschen was, aber... Ey, die Packs waren richtig mies, muss man ehrlich sagen. Ich wollte eigentlich jetzt noch eine Icon-SPC dranhängen. Aber das geht sich jetzt nicht mehr aus, Coins-technisch. Boah, Alter, das regt richtig auf. Okay, zweimal noch 1000 Coins dazu. Das ist eine Mini-Entschädigung, aber die Packs waren richtig schlecht. Also wenn man sich überlegt, dass ich für die Packs vielleicht 200k oder so ausgeben müsste... Wenn ich sie nicht durch SPCs gemacht hätte, dann ist das schon echt krass. Und ja, Freunde, das war es auf jeden Fall auch schon wieder mit dem Video. Falls ihr mehr Pack-Openings sehen wollt und mehr irgendwie SPCs, die sich lohnen, dann lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben. Da würde ich mich sehr freuen und natürlich auch unterstützen. Und ja, damit war es das. Vergesst nicht, habt immer High Hopes. Bis zum nächsten Mal und ciao. So, perfekt, Jungs.